Sommer.net hat einen Tweet verfasst, und zwar: Du bist in einem spannenden Clanmoor und das Internet raucht kurz ab. Bald heißt das nicht mehr, dass du deshalb aus dem Match bist. Hashtag Teaser. Das bedeutet quasi einfach, dass wenn man einen Timeout bekommt oder von Glommer aus irgendwelchen Gründen fliegt, dass man wieder hinterher joinen kann und damit wieder 4 vs 4 ist. Diese Sache hat sehr viele positive Aspekte, aber sehr viele negative Aspekte auch. Erstmal der Zusammenhalt der Community, wenn die das andere Team fair macht, dass er sozusagen, dass man sieht, dass dieser Clan fair ist, freundlich ist und ähnliches. Diese Funktion oder sowas kommt halt nicht mehr vor. Dann, dass Leute einen anlügen, zum Beispiel er ist ausgetimt, kann leider auch nicht mehr wiederkommen, könnt ihr fair machen, wenn das Gegnerteam dann so freundlich ist und fair macht und der andere dann einfach wieder hinterher tun kann. Zudem muss es natürlich eine Zeitbegrenzung geben, das heißt, dass man vielleicht maximal 3 Minuten Zeit hat, wieder hinterher zu joinen und nicht, dass man dann einfach bei Minute 1 timet und bei Minute 50 vom Deathmatch wieder da ist, wenn der andere schon geliebt ist und fair gemacht hat. Auf sowas sollte man zum Beispiel achten. Dies stärkt leider nicht die Community, weil man dieses fair nicht mehr macht und ja, das stärkt einfach nicht die Community. Es wird immer noch zu Problemen kommen mit der Community, weil Leute dann sagen, hey, er kommt gar nicht mehr rein, könnt ihr please doch fair machen. Und dieses Problem wird natürlich auch sehr häufig auftreten, denke ich mir auch. Das Problem ist, wo wird er spawnen, wenn er tot ist oder wenn er ausgetimt ist? Wenn er dann wieder in-game kommt, dann müsste er am eigenen Spawn spawnen. Jedoch kann das manchmal echt das Bett retten, weil du liefst kurz von Gomme und joinst direkt wieder rein und kannst dann direkt TNT oder ähnliches vielleicht aufhalten oder wenn jemand EP macht oder ähnliches. Deswegen müsste man natürlich auch noch beachten, dass wenn man wieder reinjoint, dass man vielleicht 30 Sekunden lang unfähig ist, irgendwas zu machen und sich nicht bewegen kann. Dazu kommt noch, mit welchen Equips sollte man spawnen. Zum Beispiel, wenn man eine Enderperle oder ähnliches gerade dabei hat und unten austimt, sollte man wieder mit genau dem gleichen Equip unten spawnen oder sollte man in die Base. Also natürlich wäre ich dafür, dass man direkt an dem Spawn spawnt, also an dem eigenen Spawn mit keinem Equip. Jedoch kann das auch Bugs hervorrufen. Das bedeutet, dass man vielleicht am Spawn ist und die Sache noch hat. Oder dass man die Sache nicht hat, aber immer noch unten ist. Deswegen müsste man das machen, wenn man reinjoint, dass man dann direkt stirbt. Das bedeutet, dass die Person direkt stirbt und alle Sachen verliert und dann auch die ersten 5 Sekunden, wo sie reinjoint, nichts droppen kann. Das wäre dann nochmal zu der Sache. Dann gibt es natürlich noch einen Nachteil, dass einfach ein anderer Spieler spielt. Zum Beispiel, du liegst hinten, ihr habt gerade keinen guten Spammer, der eine timet einfach, joint wieder rein, auf einmal kann er spammen. Das bedeutet, dass einfach ein anderer Spieler für ihn spielt. In dem Fall müsste man einen IP-Vergleich machen. Man müsste sagen, dass nur der Spieler, der auch ausgetimt ist, also die IP, die ausgetimt ist, auch wieder mit diesem Account in den Clanmoor beitreten kann. Das heißt, es müsste ein automatischer IP-Vergleich stattfinden. Das wird aber auch zum Problem, wenn man zum Beispiel gedDoS wird und deswegen die IP ändern musste. Aber man sollte auf jeden Fall mit einem IP-Vergleich beginnen, weil sonst könnten einfach andere Leute ganz einfach mit dem Account CW spielen. Zudem sollte man auch darauf achten, es gibt immer ein großes Problem, und zwar wenn Leute zum Beispiel hinten liegen und sie nicht oben haben, dass die eine Person timet und auf einmal ziemlich, ich sag mal, gut ist, weil sie mit einem Hackline angekommen ist. Das finde ich aber ist nicht wirklich das große Problem, weil wenn sie mit einem Hackline ankommt, dann kannst du ganz einfach den Clanmoor reporten und dann sollte da eigentlich auch kein Problem sein. Das zu der Sache, da kann man sich ganz einfach das Replay angucken und ich finde das jetzt nicht wirklich das Problem, dass man mit einem Hackline ankommt, weil man das natürlich ganz einfach im Replay nachgucken kann. Das war es jetzt erstmal zu dem Thema, da gibt es natürlich noch einige Punkte, ihr könnt natürlich eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Ob ihr noch wichtige Punkte habt, die auf jeden Fall mit rein müssen, die man beachten sollte, wenn man das jetzt alles wirklich richtig umsetzt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.